Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 2. Ja, ich hatte im letzten Part hier so ein bisschen, ja, ich habe keine Ahnung, ist so lange her. Ja, ich hatte einen Kommentar bekommen, dass man mit einem Cheat in der Nachbarschaft, den man eingeben muss, die Tiere steuern kann. Den Cheat habe ich mir aber leider nicht aufgeschrieben. Und ich habe es auch gerade eben vergessen, bevor ich es hier gestartet habe. Sprich, der Hund muss selber klarkommen. Jawohl, wie immer auch. Ich meine, es ist ja teilweise auch geplant, das soll ja so sein, dass die Hunde und also die ganzen Tiere ja hier was alles selber hier machen. Wir waschen mal eben Kenny. Was machst du da? Ja, mach mal weg. Es ist gut. Mach das sauber. Ja, das soll ja so sein. Ich guck mal, vielleicht mache ich es ja zur nächsten Folge, können wir den Hund auch ein bisschen steuern. Weil ich fand das in Sims 3 ganz gut gelöst, dass man die Hunde auch steuern konnte. Klar war das auch sehr, sehr anstrengend. Weil, ne? Nein, okay, gut. Los, Kenny. Los, Kenny. Baden. Huch. Kenny ist verbuggt. So, komm, du bist dreckig. Ab in die Badewanne. Seriously? Dreckige Kackklingel, ey. Mein Gott, warum sind die alle so laut? Irgendwie stimmt was mit dem Ton nicht. Ein Augenblick. Wo kann man das einstellen? Da bestimmt, ne? Musik und das alles ein bisschen höher. Umgebung. So. So, das müsste jetzt passen. Ah, ich habe unten Musik laufen. Okay. Du kannst es mal vor weitermalen. Steh mal auf. So, du darfst hier einmal Simoleons ernten und gießen und aufwischen. Ja. Hier, wie heißt sie? Corinna ist ja schwanger. Sprich, bald gibt's ein Bibi. Ach. Shit. Bald gibt's ein Baby. Hund. Hund muss weg. Ach, egal. Ich richte das Zimmer um den Hund ein. Ja. Ja, das ist jetzt Kacke. So. So. Der PC muss dann hier hin. Das Sportgerät muss dann nach unten. Geschweige denn, ich glaube, es muss sogar jetzt raus. Wir haben keinen Platz dafür. Tatsache. Ja. Ich habe keinen Platz dafür. Es muss raus. Genauso wie die Massagebank. So. Hä? So. Massagebank, was auch draußen stehen. Ja, geil, ne? Ja, Kinder. Ja. Oh, wie süß. Das ist Ikea, ne? Das ist, glaube ich, Ikea. Das ist cool. Wickeltisch. Ja, wir wissen halt eben noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Deswegen richte ich dies steril ein. Ja, hier sowas. So in so einem Gelb ist ja beides. So. Unten gibt es dann ein IKEA-Stühlchen. Was ist das denn? Oh, sweet. Ist ja süß. Kann man die Kuscheltiere da auch reintun? Nee, leider nicht. So. Ja, die Wand ist lila, ne? Ja, gut. Ist jetzt nicht so gut. Also, das heißt, ja, ist gut. Na, okay, ist doch nicht so gut. ja. Kommt so ein kleines Töpfchen hin. Was zur. Einmal-Spieltisch. Okay. Essstuhl haben wir. Was ist das denn? Ach, ist ja cool. Wir haben nicht mehr viel Geld, fällt mir auf. Aber das muss sein. Das muss noch. Limonadenstand und der ganze Rest, der kommt einfach später.
Okay, das hier muss auch da und das muss auch. Der Hund ist im Weg. So, Kuscheltierchen geht dahin. Und das hier dahin. Ja, und die Spielkiste, ne? Was ist das? Spielzeugtonne. Ja, ist doch gut. Die kommt danach da. So. Dann haben wir jetzt fürs Kind gesorgt. Unsere ganzen Sportsachen stehen draußen. Ja, läuft. Musik. Bam, bam, bam. Wann hast du das denn fertig, Corinna? Hm? So. Ja, da steht unser Tisch auch ein bisschen blöd hier im Zimmer einfach drin, aber Energie, dann kannst du schlafen im Schlafanzug ein bisschen. Ein bisschen Energie auffüllen hier. Denn Energie auffüllen ist Energie auffüllen ist Energie auffüllen. Ja, da spricht jemand aus Erfahrung. Du darfst wieder aufstehen und du darfst die Simoleons ernten und gießen und dann darfst du wieder schlafen. Ja, ein bisschen Hektik hier. Du musst dich besser um Kenny kümmern, dein Tier kümmern. Was? Besser um dein Tier, Kenny kümmern, ja. Kenny kommt fast vom... Was? Kommt fast um vor Hunger. Kenny, bist du behindert? Ach ja, Entschuldigung, das sagt man ja nicht. Bist du eigentlich blöd? Nein, 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 verkauf das. Für wie viel? Für 80. Oh, das ist nicht schlecht. Immerhin etwas. Schwupps. Ein Stinktier. Ein Stinktier. Stinktier. Stinktier ist cool. Du darfst was essen. Reste nehmen. Nein, du gehst Reste nehmen. Danach gehst du wieder schlafen. Ja, das darfst du nehmen. Und wenn du was anderes haben wir auch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Kenny, du bist eigentlich komplett ja blöd, ne? Hier unten konnte er ja nicht schlafen wegen der Musik. Das habe ich nicht auf die Reihe bekommen. Und ja. Jetzt hat er oben sein Körbchen. Das kann er, glaube ich, draußen noch... oben draußen, genau. Er schläft einfach draußen. So. Ey, stinkt hier. Ist voll cool. Also beim Fett, es stinkt hier. Und du bist komisch gemustert. Nein, stopp. Was ist das? Stinky Stinktier. Wow, kreativ. Aber es ist komisch gemustert. Ist nicht ein Stinktier irgendwie ein bisschen anders gemustert? Gleich. Erst aufräumen. Kenny ist bestimmt wieder forever alone. Nein, ist er gar nicht. Und dann darfst du schlafen im Schlafanzug. Und ich räume ganz schnell den Knochen da weg, bevor Kenny wieder meint, nach oben gehen zu müssen. Den kann Kenny... Kann Kenny den benutzen. Kannst ihn da in der Ecke benutzen. Ah, da ist auch noch... ich kriege Anfälle. Bam, bam. Wir haben voll die billige Küche, fällt mir auf. So richtig so Bambuswände. Huch, ich kann ja nicht so drehen. Und dann so... Nur so eine Theke, so eine Regaltheke. Und dann hier so ein Herd und da so ein Kühlschrank. So voll billig eigentlich. Aber es reicht ja. Mir fehlt die Musik hier oben. Ich brauche hier oben noch eine Musikanlage. Elektrik. Da. So. Aber dann kann Kenny hier oben auch nicht wieder nicht schlafen. Das ist ja doof. Das ist voll blöd. Ja. Haut da rein. Schlaft mal. Da gibt es bestimmt ein süßes Foto. Ich will ein sweetes Foto von euch machen. Nein, von euch machen. Ja, ich bin kein Spanner. Nein. Ich spanne überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. So, wenn ich denn jetzt mal endlich... Ich bin eigentlich schon voll wach und so. Kannst mir erzählen, was du willst. Steh auf. Sie kann weiter schlafen. Ja. Genau. Hört auf zu kuscheln. Er steht nämlich auf und Kenny geht wahrscheinlich schlafen. Harndrang. Ja, dann benutzt mal das Pettchen. Das Pettchen hört sich auch Bina dann.
Entschuldigung, sagt man ja nicht. Dumm. Ich kann mir das nicht irgendwie nicht abgewöhnen. Ich sag immer irgendwie, naja, ihr wisst schon, das böse Wort, was man nicht sagt. So, und dann machen wir jetzt. Warte mal, das Sportgerät mache ich mal. Hier so richtig, richtig cool so. Und dann machen wir da draußen Sport. So, schön draußen auf dem Grundstück einfach mal. Steht einfach so ein. Wie nennt man das? Ich nenne es Fahrrad. Steht einfach so ein Fahrrad. Und ja. Nö. Na komm, haust du raus? Wir haben einfach voll das pinke Haus, das sieht voll scheiße aus. Ja, komm. Ja. Machst du jetzt ernsthaft darin Sport? Du ziehst dich jetzt sowieso. Entschuldigung. Ja, wollte gerade sagen, du ziehst dich sowieso wieder um. Das ist einfach draußen. Das sieht so dumm aus. Ich meine, guckt euch das an, so. Heilige Scheiße, hier ist einfach. Okay, da ist ein Haus, da sind zwei Häuser. Die Bäume sind einfach alle abgekahlt. Da ist noch ein Haus. Hier neben uns eins und außenrum einfach so Nebel, so Silent Hill-mäßig. Und ein paar Steine. Und hier einfach nur so, la la la, ich fahr Fahrrad. Eigentlich sieht das richtig dumm aus. Was ist das? Was ist das? Ist das schlecht? Ist das gut? Was hat sie? Ach, die ist warm, oder was ist das? Ich verstehe es nicht. Eigentlich ist Winter, der müsste arschkalt sein. Die Fahrgestellung für Dani fährt in etwa einer Stunde, ja. So, dann gehen wir jetzt eben noch duschen. Dann wischst du den Kack auf. Ist die noch gut? Die Musik ist kaputt. Umschalten auf. Ist die Musik kaputt? Die Musik ist, glaube ich, kaputt. So, dann wischst du erstmal nichts auf. Scheiß erst die Musik um. Das ist immer noch gut, ja. Komm, hau rein. In der Zeit, wo du hier, ne, duschst, könnte das schon längst wieder eklig werden. Hey, was ist los? Oh, wir kennen eine Hexe. Hä? Was ist passiert? Ach so, was ist das? Fitness, Sims müssen Sport treiben. Ja, okay, was ist sie? Oha! Was ist denn mit dir los, Junge? Hey, Mädchen. Oha! Bist du ausgeschlafen übrigens? Nö! Hä? Geht das irgendwie bei Schwangeren nur ganz schwer hoch? Oder ist die verbuggt? Oder was ist los? Du musst zur Arbeit. Komm, hau. Ist egal. Wir haben unten ist voll die doofe Musik laufen. Du musst mal. Ne, nicht du. Du musst mal aufstehen und da hingehen. Bitte. Einmal. Komm, ich kaufe ein anderes Bett. Vielleicht kriege ich ein besseres mit mehr Dingens. So, ich habe so das Gefühl, weil sie schwanger ist, wird sie nicht wirklich ausgeschlafen. So, das verkauft. Wenn wir das verkaufen, bekommen wir 666. Oh, was eine tolle Zahl. Ja, so. Betten. Kann sich auch jeder ein Einzelbett kaufen. Entfernen. Wir haben das da. Das hat Energie 4. Energie 6. Oh. Ja, klar. Ab hier können wir uns nichts mehr leisten. Das hätte hier Energie 4. Was? Energie 8. Energie 7. Da Fug. Lol. Lol. Das hat Energie 4, das hat auch Energie 4. Das hat Energie 3. Energie 3. Energie 3. Energie 3. Das ist sogar billiger als das hier, oder? Ja, 900, 800. Ja, das ist eindeutig billiger und das hat Energie 3. Ach, das ist voll doof. Das hat Energie 3. Ich verstehe dann aber auch, verkaufen wir mal das Billigere, das hat ja genauso viel Energie. Sieht einfach nur behinderter aus. Dümmer, Entschuldigung, schon wieder. Schläfst dann hier wieder im Schlafanzug. Ja, hoffentlich geht es dir dann wieder besser. Denn irgendwie brauchst du Ewigkeiten, damit es dir wieder gut geht. Du schläfst irgendwie ewig, ewig. Jetzt geht's auf einmal schnell? Hä? Das verstehe ich nicht. Yay, Rechnung. Yay.
gut. So, Post holen. Huch. Ah, ja, geil. Wir sind jetzt richtig fett. Das heißt, nicht mehr lange, dann kommt das Baby. Yay! Nicht mehr lange kommt ein Baby. Umgebung? Hä? Was? Einige der Anwärter wollen sich den Nachmittag freinehmen und in die Stadt fahren, um mal ein bisschen Spaß zu haben. Sie fragen Dani, ob er mitkommen möchte, doch Dani macht sich Sorgen über... Was? Über die für den Abend angesetzten Leistungs... Was? Beurteilungen. Achso. Ich habe gerade Beurungen gelesen. So, hä, was ist das? Dani könnte also bleiben und weiter im Polizeihandbuch lesen oder ausgehen und den Rest der Polizeiwärter besser kennenlernen. Also, ich würde ja weggehen. Aber wir können es auch ignorieren. Aber ignorieren ist was für Luschis. Ich würde, glaube ich, lernen machen. Am Abend werden die Anwärter zur Leistungsüberprüfungen zusammengerufen. Die Direktorin der Polizeiakademie führt aber stattdessen ein Quiz durch. Die meisten Kandidaten schneiden bei der Befragung recht gut ab. Als die Direktorin aber die Frage stellt, was 1642 sei, hat plötzlich niemand mehr eine Antwort parat. Sie fragt Dani, der zum Glück bis kurz vor der Prüfung gelernt hatte. Und daher weiß, dass 1642 der Funkcode für einen Königsmord ist. Die Direktorin ist beeindruckt und Dani bekommt einen Logikpunkt. Geil. Hat sich doch gelohnt. Hat sich doch... Ich finde, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das recyceln wir direkt. Ich finde, es hat sich voll und ganz gelohnt. Meiner Meinung jetzt. Yay, was hast du denn da? Ja, schmeiß auf Boden. Ist okay. Ja, bezahlen wir die Rechnung dann. Wenn du das recycelt hast, bezahlen wir die Rechnung. Und dann gehen wir auch wieder rein in unser kleines süßes Häuschen, wo unsere Tochter oder unser Sohn bald aufwachsen wird. Eigentlich ist das Haus ja gar nicht... Also es ist ja recht billig gewesen, das Haus, muss man ja sagen. Und es ist gar nicht so klein dafür. Muss ich ehrlich sagen. Das müssen wir gleich alles wegräumen. Hat sie eigentlich einen Job? Ja, hat sie. Okay. Was ist das hier? Foto machen. Ja, Leute, aber ich sehe gerade, es ist schon wieder Zeit, Schluss zu machen. Ich mache hier noch eben, dass sie die Rechnung bezahlt. Jo, fertig. Und ja, ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn das heißt Let's Play die Sims 2 Collector Edition. Ja, eigentlich nur die Sims 2, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Items hier drin sind, ne? Okay, bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.